so, da ist schon der Florian, hallo. Und der Markus, den habe ich hier auch schon gesehen, Markus Dressel ist auch schon bei uns. Ja, und wir werden jetzt immer so ein bisschen einen Blick auf die zukunftsweisende Politik, so haben wir es ja genannt, ne? Wie kann die aussehen, wie könnte die aussehen, was erwartet uns da vielleicht, wo laufen wir da hin? Und wir haben ja jetzt schon viel gehört aus Österreich, höchstwahrscheinlich können wir da auch ein paar Sachen mit hinübernehmen in die Diskussion. Aber damit klinke ich mich mal aus. Hallo Herr Dressel, herzlich willkommen und überlasse euch beiden die Bühne und dann sehen wir uns gleich in einer halben Stunde wieder. Viel Spaß. Ja, wunderbar. Katja, wir sind vor der Zeit. So kenne ich uns gar nicht. Ja, Wahnsinn. Ja, ich darf jetzt die Brücke in Richtung Deutschland bauen. Markus Dressel ist bei uns Bundestagsmitglied seit 2009 für Bündnis 90 Die Grünen und seit 2013 Mitglied und Obmann im Ausschuss für Tourismus und auch gleichzeitig noch im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Also viele Themen, die uns bewegen. Markus, ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich duze. Die ganze Veranstaltung ist eine Duzveranstaltung. Und ich glaube, das ist bei den Grünen auch so. Schönen guten Morgen. Genau, also insofern überhaupt kein Problem. In der grünen Alltagskultur, glaube ich, auch durchaus. Durchaus gang und gäbe. Ja, wir haben ja gerade die österreichische Perspektive und den österreichischen Blick auf Tourismus und Tourismuspolitik gehört von der Uli. Wie schätzt du denn die aktuelle Tourismuspolitik? Steigen wir mal gleich voll ein. Wie schätzt du denn das Krisenmanagement und die Tourismuspolitik der aktuellen Bundesregierung ein? Und was würdest du besser machen, wenn du oder was hättest du besser gemacht, wenn du an der Stelle gesessen wärst? Und ja. Naja, also ich sag mal, mittlerweile sind wir ja ein bisschen auf Touren gekommen, auch was das ganze Thema Überbrückungshilfen und so angeht. Für mich war das Wichtigste auch im letzten Jahr schon, dass wir Strukturen erhalten. Ich glaube, das war einer der zentralen Punkte, gerade in den Destinationen, extrem wichtig, dass dort keine Strukturen verloren gehen für den Restart. Und da war die Bundesregierung am Anfang der Krise aus meiner Sicht deutlich zu zurückhaltend. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die Reisebranche, die Tourismuswirtschaft gar nicht so auf dem Radar der Politik ist in ihrer Gänze. Ja, also wir haben etliche Bereiche, die da kommunizierend unterwegs sind. Aber ich glaube, so diese Gesamtheit der Branche, wo ja ein Rädchen auch ins andere greift, die hat man dort überhaupt eine ganze Zeit lang gar nicht verstanden. Das ist ja ein roter Faden, der sich durch die komplette Politik auch der letzten Jahre zieht. Und ich hätte, wenn ich quasi das im letzten Jahr hätte machen können, ich hätte als Kanzlerin gesagt, okay, das betrifft total viele Regionen in Deutschland, das betrifft total viele Unternehmen und die Tourismusbranche ist ja klein und mittelständisch organisiert. Lasst uns einen Tourismusgipfel machen. Da sind alle ein- und ausgegangen, auch in diesem Kanzleramt. Selbst wenn das nicht unmittelbar monetäre Hilfe bedeutet hätte. Ich glaube, es hätte gerade für viele Touristiker auch gezeigt, naja, wir sind da überhaupt mal auf dem Radar, Punkt eins. Und wir haben dort auch was zu erwarten. Und da waren die Signale schon, sage ich mal, vorsichtig suboptimal. Und dass am Ende diese Demos waren und so in Berlin, das hat auch dafür gesorgt, dass sich plötzlich die Beine dann auch ein bisschen schneller bewegt haben bei der Bundesregierung. Aber ich glaube, es war kommunikativ schwierig im vergangenen Jahr und da hat die Bundesregierung nicht gut agiert. Jetzt allmählich kommt man auf Touren, aber auch jetzt ist das tourismuspolitisch überschaubar. Aber man hat auch, wenn man ganz ehrlich ist, überhaupt gar keine Struktur dafür. Ja, Stichwort Struktur, ich würde noch ein bisschen weitergehen. Stichwort Strategie. Es gibt ja eine nationale Tourismusstrategie in der Schublade, aber irgendwie so wirklich Anwendung in der Krise hat ja das strategische Konzept nicht gefunden. Oder wie schätzt du das ein? Oder? Nein. Also die Strategie ist ja gar nicht verabschiedet, sondern man hat sich am Anfang der Wahlperiode mal hingesetzt und hat gesagt, wir wollen eine nationale Tourismusstrategie machen. Ist ein schlauer Impuls zu sagen, wie können wir eigentlich den Tourismusstandort entwickeln?
es hat ganz viele Facetten. Du hast es vorhin angesprochen, verkehrliche Hotellerie, Gastronomie, aber auch die Frage, wie entwickeln wir Destinationen. Dann kam Corona und dann hat man irgendwie keinen Blick mehr offenbar dafür. Und ich habe ein bisschen Zweifel, dass diese Strategie noch in dieser Wahlperiode tatsächlich überhaupt verabschiedet wird. Also ich meine, wir haben noch 3 Sitzungswochen im Deutschen Bundestag. Ich habe diese Strategie in ihrer Endfassung noch überhaupt gar nicht gesehen. Ja, so. Und dann kommt eine neue Bundesregierung und dann fangen wir wieder irgendwie von vorne an. Das ist, glaube ich, das, was man auch der Tourismuspolitik da vorwerfen kann. Also quasi 3,5 Jahre irgendeine Strategie entwickelt, die keiner so richtig kennt und die man auch nicht geschafft hat, quasi so weit nach vorne zu schieben, dass es überhaupt mal irgendwo in die Umsetzung kommen kann. Mhm. Und das ist so ein bisschen aus meiner Sicht Strategielosigkeit in der Strategiefindung. Ja? Und da hat die Bundesregierung auch kein gutes Bild abgegeben. Und da hätte ich mir gewünscht, dass wir wenigstens am Ende dieser Wahlperiode tatsächlich jetzt mal eine nationale Tourismusstrategie haben. Weil jetzt, gerade jetzt, könnte man sie gebrauchen, weil wir jetzt in eine Phase gehen, wo wir irgendwann wieder hochfahren und überlegen müssen, wie geht es eigentlich weiter. Ja, wäre ein schöner Kompass, wo wir hinlaufen können, oder? Irgendwie eine Richtstour, wo man auch die Branche hinentwickeln könnte. Also. Ja. Also ich glaube, andere machen das ja. Also ich meine, die Österreicher haben ja sowas entwickelt. Aber auch die OECD hat ja jetzt im Februar einen Plan vorgelegt, wo man sagt, na, wir müssen mehr Nachhaltigkeit da reinbringen und am Ende gerade jetzt diese Recovery-Phase eigentlich nutzen, um auch zu überlegen, wo kann man möglicherweise in den Grundkonzepten Anpassungen vornehmen. Ja, also ich glaube, wir hatten ja noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine so tiefe Krise, die ja wirklich alles zum Stillstand gebracht hat. Also Verkehrswege, geschlossene Hotels. Das ist ja eine so tiefe Krise, wo man sagt, okay, jetzt steht alles mal irgendwie still. Jetzt kann man mal überlegen, wie geht es eigentlich weiter. Das kann durchaus natürlich auch eine Chance sein, jetzt zu überlegen, wie macht man es. Und wenn man keine Strategie hat, ist es halt ein bisschen misslich, weil ich glaube, der Slot wird nicht ewig aufbleiben. Du hast die Österreicher als Beispiel angesprochen. Die Österreicher haben ja ein Tourismusministerium oder eine Ministerin, die explizit den Tourismus auch im Namen trägt. Ist das der Unterschied? Ist das der Grund? Oder glaubst du, dass es in Deutschland auch ohne Tourismusministerium funktionieren könnte? Und wenn ja, was braucht es dafür? Stattdessen, ja, du hast ja die Strukturen angesprochen, was sind die Strukturen, die wir brauchen, um Tourismuspolitik zukünftig richtig zu gestalten? Also wir haben ja in Deutschland auch da eine Zersplitterung. Also ich glaube, erstens ist in Österreich der Tourismus ein nochmal deutlich wichtigerer Wirtschaftszweig als in Deutschland, weil er dort mehr zum Bruttoinlandsprodukt beiträgt. Aber das ist, glaube ich, am Ende gar nicht die entscheidende Frage. Auch Deutschland ist eine riesige Tourismusnation und wir sind die stärkste Wirtschaftsnation in Europa. Und wir haben in der tourismuspolitischen Koordination auf Bundesebene 10 Köpfe. Das ist eigentlich für ein Land mit 83 Millionen Einwohnern und der stärksten Wirtschaftsnation in Europa ein Hohn, dass wir wirklich 10 Köpfe haben, die Tourismuspolitik machen. Andere, auch viel, viel kleinere Länder, haben eigene Tourismusministerien. Jetzt bin ich gar nicht so vermessen, dass ich sage, wir brauchen da morgen ein Tourismusministerium. Aber ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine leistungsfähige Struktur. Und das ist gar keine Kritik an diesen 10 Personen, die das machen. Die machen das im Rahmen der personellen Möglichkeiten, die sie haben, sehr gut. Aber es ist einfach zu wenig, weil auch diese Struktur zum Beispiel strategische Fragen ja gar nicht mal zu Ende denken können. Die liegen ja schon mit dem Alltagsgeschäft so zu. Und da muss man aus meiner Sicht tatsächlich dafür sorgen, dass es da zu einem massiven Aufwuchs kommt. Das heißt, wir brauchen da mindestens mal eine ordentliche Abteilung, die sich auch mit Grundsatzfragen beschäftigt, die auch Koordinationsfragen übernimmt. Und wenn ich dann in so einer schweren Krise, heute treffen sich, glaube ich, die G20-Tourismusminister, da ist Deutschland vertreten mit einem Staatssekretär, mit einem Beauftragten. Die größte Tourismusnation auch an Köpfen Europas ist in dieser G20-Runde vertreten mit einem Staatssekretär. Und das ist doch das Manko. Ich glaube, wir brauchen da mehr Power.
Und wir, glaube ich, man muss das auch stärker mit Macht unterlegen, auch im Hinblick auf die Länder, die ja die originäre Tourismuspolitik, was den nationalen Standort angeht, machen. Und ich glaube, da braucht man wirklich eine breite Debatte, wo wollen wir eigentlich hin? Ja, und auch politisch. Das heißt, wer soll das repräsentieren und wer soll den Hut aufhaben? Also, dass das ein Staatssekretär, der noch drei andere Themen macht, irgendwie mitmacht, dafür ist die Branche zu wichtig und zu groß. Und das hat auch die OECD ja erkannt. Die sagt, das ist eine der treibendsten und innovativsten Branchen, die wir haben. Und in Deutschland wird es miterledigt von einem Staatssekretär, der auch noch Mittelstand und auch noch ein bisschen Energie macht. Ja, also das wird der Sache nicht gerecht. Wie kommen wir denn dorthin? Also vielleicht eine ganz banale Frage, aber wenn das Ziel so offensichtlich ist, ja, und da stimme ich mir ja zu 100% zu, wie kommen wir denn dorthin? Ja. Also ich glaube, die Branche muss ihre Bedeutung deutlicher machen. Also wie komme ich zu einer politischen Lösung, in dem allen klar ist, das ist nicht irgendwie ein Seitenaspekt, den irgendjemand miterledigen kann. Ja? Und das ist das Grundproblem, dass ich bin seit 2009 ja, im Tourismusausschuss, du hast eben gesagt 2013, und seit ich das... Ist Wikipedia falsch informiert. Ja, dann ist Wikipedia... Muss man alles glauben, was in der Wikipedia steht. Aber Spaß beiseite. Was ich seit 12 Jahren sehe, ist das Manko, dass diese Branche auch in der Interessenvertretung extrem zerklüftet ist. Also sage ich mal, diese Gesamtbedeutung der Branche, auch was die Destinationen bringen, auch die innerdeutschen Destinationen bringen, die haben ja starken Regionalentwicklungscharakter. Ja? Also das sind ja Arbeitgeber vor Ort. Ich glaube, dass das vielen tatsächlich nicht klar ist. Die sehen ein Hotel oder die sehen die Gastronomie und die sehen den Freizeitpark, aber irgendwie diese regionalwirtschaftlichen Effekte, die sind vielen Leuten gar nicht bewusst. Und ich glaube, das muss man der Politik ein Stück weit deutlich machen. Was bedeutet diese Branche eigentlich? Also an Arbeitsplätzen, das kann man immer mantraartig sagen, aber ich habe immer gesagt, die Automobilindustrie, die steht wie ein monolithischer Block oder sie stand in den letzten Jahrzehnten immer wie ein monolithischer Block. Und die Reisebranche mit ihren diversen Interessen hat 28 Verbände, die jetzt vielleicht durch die Krise ein bisschen mehr zusammenfinden, aber in den letzten Jahrzehnten eigentlich jeder für sich irgendwie gewurstelt hat. Die Outgoing-Konzerne auf der einen Seite, das Deutschlandgeschäft auf der anderen, die Hotellerie, die Gastronomie, jeder hat irgendwie für sich gemacht. Und ich glaube, dass man da irgendwie ein Dach braucht, wo man sagt, wir machen da politische Interessenvertretung. Und dann versteht auch die Politik, das ist ein extrem wichtiges Thema auch für die Regionalentwicklung. Und wir haben ja auch die Debatte um die Zukunft ländlicher Räume. Und ich glaube, man muss diese Politikthemen oder diese anderen Themen klug vernetzen, auch mit tourismuspolitischen Themen. Aber klar. Also ich sage jetzt mal, in der Krise liegt ja jetzt dann eigentlich genau die Chance, das kommunikativ zu wirken, weil jetzt sickert ja diese Erkenntnis, oder? Also wann, wenn nicht jetzt, wird deutlich, welche Regionalentwicklungseffekte der Tourismus hat und wie stark andere Branchen am Tourismus hängen und die tourismusintensiven Regionen. Ja, ich glaube, da sickert ja die Erkenntnis, dass ohne Tourismus plötzlich auch der Bäcker nicht mehr funktioniert oder der Schreiner von nebenan vielleicht Probleme hat, weil er nicht mehr die Auftragsbücher so gefüllt hat, wie er es gefüllt hätte. Ja, mal abgesehen vom Tourismus, der jetzt auch investiert. Aber also ist nicht genau jetzt der Moment, um diese Erkenntnis sickern zu lassen? Oder wie schätzt du das ein? Also ich sehe das auch so. Wir hatten ja auch in der vergangenen, also in der jetzt laufenden Wahlperiode eine Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse. Und dort hat man sich ja sehr besonders um die Regionen, ländlichen Regionen gekümmert. Und ich glaube, dass durch diese Vernetzung der Themen man mehr Relevanz für die Tourismuswirtschaft schaffen kann. Das Problem ist, und da sehe ich wirklich eine Herausforderung. Irgendjemand hat gerade da im Chat geschrieben, gibt es dafür nicht den BTW? Ja, wir haben ja keinen Mangel an Verbänden. Ich glaube, dass aber die Frage ist, wie kann man auch die einzelnen Verbände, die unten drunter sind,
die ja alle für sich weiter kommunizieren. Wie kann man den Weg finden? Ich weiß nicht, ob das ein Verband sein muss. Aber ich glaube, man muss eine gemeinsame kommunikative Linie haben, wie wichtig ist der Tourismus für die regionale Wirtschaft. Also ja, nicht nur die ganze Frage, was passiert in den Regionen. Und im vergangenen Jahr hat man ja gesehen, viele Leute sind in Deutschland geblieben. Dummerweise natürlich wirklich sehr stark an den Hotspots, also ich sage mal Berge und Meer. Ja, und irgendwie haben dann viele auch gesehen, wo haben wir noch Defizite? Das heißt, wo haben wir auch Destinationen dazwischen, die vielleicht bisher nicht so stark auf dem Radar der Reisenden waren? Also wir haben eine riesige, und das ist vor allem aus meiner Sicht eine kommunikative Aufgabe und auch eine einende Aufgabe in der Tourismuswirtschaft, da mehr zu informieren. Und ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt so ein Opportunitätsfenster haben, wo man sagt, hey Leute, die Krise hat zu riesigen Verwerfungen geführt. Und deswegen müssen wir jetzt gucken, zum einen Bewältigen der Krise, Strukturen erhalten, Strukturen sichern. Und dann, wie geht's raus aus der Krise mit einem Zukunftsplan für Deutschland, aber auch für die Unternehmen, die Outgoing organisieren und die spezielle Dinge machen. Das hat nämlich die Krise auch gezeigt, wenn ich das mal sagen darf, dass die Leute ja plötzlich mehr Interesse an Individualismus haben. Also, dass sie sagen, ah, also ich probiere jetzt auch mal Dinge aus, die ich vorher vielleicht nicht ausprobiert hätte. Also alles in allem glaube ich, wenn wir die Bewältigung der Krise gut organisieren, haben wir eine gute Chance, auch was die politische Interessenvertretung angeht. Bei den Grünen scheint ja die Bedeutung des angekommen zu sein, jedenfalls bei dir. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, dann sieht ja die Zukunftsgestaltungsperspektive oder der Grünen durchaus positiv aus. Wenn man den Umfragen Glauben schenken darf, dann sieht es ja so aus, dass egal in welcher Konstellation die Grünen irgendwie Regierungsverantwortung tragen werden. Ihr habt ja dem Tourismus durchaus auch Raum in eurem Wahlprogramm gegeben. Er ist ja präsent, vielleicht präsenter mehr denn je in Wahlprogrammen, jedenfalls bei den Parteien, die eins haben. Vielleicht kannst du uns ein bisschen nach vorne blicken lassen. Ich weiß ja, dass du selbst nicht mehr Teil des Bundestags sein willst, aber ich glaube, deine Gedanken und deine Perspektiven sind da ins Wahlprogramm mit eingeflossen. Kannst du uns ein bisschen nach vorne blicken lassen und schauen lassen, ja, was sich denn ändern wird in der Zukunft, wenn die Grünen in der Teil der Regierung sind und ihre Vorstellungen umsetzen können? Also ich glaube, das Wichtigste ist, und das hast du auch gesagt, wir haben tatsächlich auch explizit zum Tourismus was in diesem Wahlprogramm drinstehen. Und dieses Wahlprogramm ist sehr stark auch auf eine gewisse Schlankheit produziert worden. Und deswegen war es mir aber besonders wichtig, trotzdem was explizit zum Tourismus da drin zu haben. Punkt eins. Und ich glaube, das ist auch für uns ein Paradigmenwechsel, dass da explizit was drinsteht. Und wir haben als Partei einen Prozess gemacht, als Fraktion einen Prozess gemacht in den vergangenen Monaten, der hieß Stadt, Land, Zukunft, wo das Thema Tourismus in den Regionen auch eine Rolle gespielt hat. Und wir haben dazu auch einen großen Kongress gemacht, an dem über 1000 Leute teilgenommen haben, wo wir auch über die Frage Tourismus als Zukunftstreiber in den Regionen diskutiert haben. Also die wichtigste Nachricht ist, wir haben es auf dem Schirm und wir haben es, glaube ich, breit aufgestellt auf dem Schirm. Also nicht nur die Frage, wie wird die Lufthansa am Leben gehalten, ja, oder sonst was ja viele als große tourismuspolitische Frage thematisieren. Ich halte das auch für einen wichtigen Punkt. Aber es ist nicht die allein entscheidende Frage, wie geht es mit der Tourismuswirtschaft weiter. Und deswegen glaube ich, dass es auf dem Schirm ist und dass es einen Stellenwert haben wird. Ich meine, ich werde ja auch nicht von heute auf morgen da weg sein und werde auch die tourismuspolitische Debatte, glaube ich, in der Partei weiter sehr intensiv verfolgen und mittreiben.
Und deswegen glaube ich, es wird auf dem Schirm sein. Es hängt natürlich auch sehr stark davon ab, mit welchem Koalitionspartner man was machen kann. Aber ich glaube, auch bei allen in Frage kommenden Koalitionspartnern ist das Thema mittlerweile angekommen, weil es ein sehr wichtiges Thema auch für die Arbeitsplätze in den Regionen ist. Also, wir müssen mal abwarten, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es einen größeren Stellenwert bekommen wird. Über Strukturen oder sowas kann man nichts sagen, aber ich werde mich dafür einsetzen, dass es auch strukturell einen größeren Stellenwert bekommen wird. Ja, ihr habt ja nicht nur das Wort Tourismus reingeschrieben, sondern ihr habt ja auch schon ganz konkrete inhaltliche Vorstellungen, wie denn der Tourismus aussehen soll. Ich darf mal zitieren. Wir wollen ihr wieder auf die Beine helfen. Ihr ist die Reise- und Tourismuswirtschaft gemeint und zugleich den Nach-Corona-Tourismus klimaschonender, ökologischer und sozial nachhaltiger gestalten. Ein ökologischer und sozial blinder Massentourismus mit klimaschädlichen Kreuzfahrtschiffen, endloser Müllproduktion und riesigem Ressourcenverbrauch hat keine Zukunft. Wie sieht denn diese Nicht-Zukunft aus für den Teil der Branche, der signifikanten Anteil hat und der vor allem in Deutschland bei uns über die Touristik, über die Reiseindustrie auch abgebildet wird? Ich will nicht sagen, dass alles in der Touristik so ist, aber ein großer Teil der Touristik funktioniert massentouristisch. Ja. Wie sieht denn die in der Realpolitik dann diese Zukunftsvision der Grünen aus? Also wir werden nicht von heute auf morgen auf Kreuzfahrtschiffe verzichten können. Das wird nicht funktionieren und wir werden auch ganz sicher nicht von heute auf morgen quasi die Flugreise in irgendeiner Weise überwinden können. Das ist auch überhaupt nicht mein Ziel. Also ich bin da völlig realpolitisch unterwegs. Ich habe immer gesagt, wir müssen im Prinzip die 98%, die heute keinen ökologischen Hintergrund haben, stärker ökologisieren. Das heißt, bewusster machen und nicht versuchen, alle quasi auf 100% Öko zu trimmen. Aber ich glaube, dass man allein schon durch die Schaffung von Bewusstsein, auch zum Beispiel in der Förderpolitik, dass man in der Zukunft stärker finanziell auch Dinge fördert, die Unternehmen dabei unterstützt, diesen Transformationsprozess stärker zu gestalten. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Also ich glaube, Unterstützung bei der Transformation in eine ökologischere und sozial- und umweltverträgliche, auch klimaverträglichere Art des Reisens, das muss der Staat unterstützen. Er muss es konzeptionell unterstützen und er muss es auch finanziell unterstützen. Entschuldigung, wenn ich unterbrechen darf. Wir erleben ja gerade eine riesige finanzielle Unterstützungsphase des Staates. In anderen Ländern wurde ja genau dieser Moment auch genutzt, um einen Umbau der Wirtschaft vorzunehmen, um auch dem Tourismus ganz klare Ziele zu geben. Bei uns sind es ja jetzt mal eine TUI und eine Lufthansa, die haben platt gesagt, das Geld bekommen, aber keine konkreten Ziele in Bezug auf den ökologischen oder nachhaltigen Umbau. Würde das dann, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, in der grünen Zukunftsvision anders funktionieren? Also wenn es bei euch eine Ü4 gäbe, wäre dann die Ü4 bei der nächsten Corona-Welle mit Nachhaltigkeits Konsequenzen versehen oder wie stellt ihr euch das vor? Also ich glaube, man muss mal Folgendes unterscheiden. Das, was wir da bisher gesehen haben, das ist ja vor allem eine Nothilfe. Ja? Und ich glaube, dass es jetzt schwierig ist, aus meiner Sicht, in einem Nothilfeverfahren die Unternehmen, denen man ja, ich habe eben gesagt, wir wollen Strukturen erhalten, denen jetzt quasi auch noch überzuhelfen. Wir wollen das und das. Bei der Lufthansa, ich sage jetzt mal im Bereich der Überbrückungshilfe, ja, bei der Lufthansa sehe ich es ein bisschen tatsächlich anders, wo Milliarden an einen Punkt fließen, wo ja auch sehr stark verhandelt wird dann mit den Partnern, die dieses Geld bekommen. Ich sage jetzt mal, wir reden jetzt nicht beim einzelnen Unternehmer, der einen kleinen oder mittleren
Betrieb hat, da gibt es ja kein Verhandlungsverhältnis zwischen Staat und diesem Unternehmer. Aber natürlich dort, wo die Lufthansa oder andere Unternehmen, zum Beispiel wie die TUI, aus Strukturerhaltungsgründen Geld bekommt, und zwar in einem sehr, sehr großen Ausmaß, hätte ich auch in der Vergangenheit zum Beispiel im Hinblick auf die Erhaltung von Arbeitsplätzen in Deutschland da durchaus auch ein paar Bedingungen mit rein verhandelt. Ja, ich glaube, das muss man deutlich sehen. Ich glaube aber, man muss es auch, wenn man in die Zukunft betrachtet, also wir haben ja Strukturmittel, wir haben alle möglichen Fördermittel, dann würde ich sagen, müssen wir stärker darauf achten, dass zum Beispiel in der Zukunft Fördermittel klimaschonend quasi verausgabt werden. Und das ist ja nicht nur eine Frage, eine ideologische Frage, dass ich sage, ich will jetzt mehr Ökologie oder mehr Klimaschutz. Na, Klimaschutz ist die Voraussetzung dafür, dass wir in Zukunft Tourismus machen können, wie wir uns das alle wünschen. Ja, also ich glaube, keine Branche ist so stark auf den Erhalt der natürlichen Umwelt angewiesen wie die Reisebranche. Und deswegen ist es auch aus purem Selbsterhaltungswillen der Branche notwendig, da jetzt ein Stück weit umzusteuern. Das wird alles nichts sein, was man von heute auf morgen implementieren kann. Ich glaube aber, dass man auch im Schulterschluss mit der Branche da tatsächlich für die Zukunft einen guten Weg beschreiten kann. Es geht nicht darum, die Branche jetzt von heute auf morgen quasi Sturz zu ökologisieren. Das wird nicht funktionieren. Aber ich glaube, einen Einstieg muss man finden. Ich nehme jetzt meine extreme Position der Friday for Future Initiative ein, die ja, glaube ich, schon einen großen Erfolg auch in der letzten Woche errungen hat und schon der Politik nochmal deutlich gezeigt hat, dass diese halben Schritte in Bezug auf die Klimaschutzpolitik vielleicht nicht ausreichen. Ja. Müssten nicht die Grünen vor diesem Hintergrund auch im Kontext des Tourismus, und ich weiß, wir sind mitten in der Branche und auch wir sind natürlich direkt Teil dieses Problems, nicht auch noch konsequenter an der Stelle sein und ist also mal die doch ja sehr klare Formulierung im Wahlprogramm nicht auch noch mehr und konsequenter auch zu einer, ja, ich nenne es mal Verbotspolitik kommen, ganz, ganz automatisch, weil es anders nicht funktioniert. Also ich sage jetzt mal Mittelstreckenflüge, Inlandsflüge, die nicht mehr stattfinden dürfen bei einer Airline, die subventioniert wird. Oder auch eine TUI ganz explizit bestimmte ökologische Aspekte in die Finanzierung hinein argumentieren, weil es anders eben nicht mehr funktioniert und wir unseren Zielen nicht gerecht werden. Also wer denn, wenn nicht die Grünen? Ja, also aber ich sag das mal ganz offen, und das ist ja eine Erfahrung, die wir alle in den vergangenen Jahren gemacht haben. Mit einer Verbotspolitik nehme ich ja niemanden mit, sondern ich selbst für ein gutes Anliegen organisiere ich mit einer reinen Verbotspolitik tatsächlich auch so viel Widerstand, dass das gute Ziel in der Debatte dann ein bisschen aus dem Blick gerät. Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig. Ich bin bei dir. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Ja, wenn ich Geld gebe, dann muss ich es konditionieren. Aber es geht ja nicht darum, den Menschen Urlaub zu verunmöglichen, oder es geht nicht darum, Unternehmen ihr Geschäft zu verunmöglichen. Ich glaube, das muss man deutlich machen. Aber man muss einen Weg finden, wie man die Dinge auch zusammenbringen kann. Und ich glaube, das geht auch. Also ich sage mal, das ganze Thema Mittel- oder Kurzstreckenflüge. Wir reden ja auch mit den Airlines. Und mein Eindruck ist, eine Airline hat gar kein so großes Interesse an diesen Kurzstreckenflügen, weil damit verdienen die eigentlich relativ viel Geld. Und wenn wir über das ganze Thema Flüge reden, dann müssen wir auch über das ganze Thema Geschäftsreisen reden. Und meine Prognose ist, das wird sich nach Corona ohnehin deutlich verändern,
sodass da eher in den Leisure-Bereich die Entwicklung geht. Also das heißt, wir müssen schauen, wie können wir A, angebotsorientiert und auch mit Förderung stimulierend dafür sorgen, dass die Unternehmen eine Veränderung ihrer Unternehmenspolitik vornehmen. Ich glaube im Übrigen auch, dass der Verbraucher selbst auch durch Fridays for Future und diese ganzen Klimadebatten, die kommen ja wieder, die sind ja nicht weg. Die sind jetzt durch Corona etwas überlagert, aber diese Debatten werden wir wieder treffen, spätestens im nächsten Jahr. Und ich glaube, dass die Konzerne gut beraten sind, und das merkt man ja bei dem einen oder anderen auch, dass sie plötzlich auch nachhaltige Sachen stärker mit ins Angebot nehmen. Da wird es am Ende drauf ankommen, wie monitort man das und wie macht man Nachhaltigkeit nicht zur leeren Hülle, sondern wie sorgt man dafür, dass sie auch messbar ist. Ja, so. Und deswegen, man muss mehr tun, aber ich tue mir immer schwer mit einer Verbotspolitik, weil am Ende sorgt das für mehr Verdruss und für mehr negative Diskussionen, als es am Ende tatsächlich was bringt. Und das wollen wir nicht. Wir wollen die Branche voranbringen. Wir wollen das Reisen voranbringen. Wir wollen auch, dass Menschen in Zukunft reisen. Das ist doch das Salz in der Suppe. Also ich freue mich so, wenn ich wieder losfahren kann. Ja? Mhm. Da geht einem ja was ab, wenn man das nicht kann. Und deswegen ich will da keine Verbotsdebatten führen. Aber ich glaube, wir müssen eine Ermöglichungsdebatte führen. Wir müssen gucken, wie können wir das voranbringen und wie können wir die Branche zum Vorreiter machen. Und dann können wir uns auch, wirklich hinstellen und sagen, hey, das ist eine Branche, die ist innovativ, die geht voran, die schont das Klima und sie ermöglicht Lebensfreude. Und das ist doch der Kern des Ganzen, oder? Definitiv. Ich glaube, da sind wir auch auf einer Linie. Ich glaube, es geht um die Chancen, die in diesem Wandel auch stecken, und die Branche. Und das haben wir in unserem Pulse for Travel Manifest auch so visualisiert, muss Lebensraum und Zukunftsgestalter werden. Mhm. Es muss ganz aktiv eine Rolle einnehmen und auch die Nachhaltigkeit für sich als Chance begreifen und nicht als Gefahr. Weil wir sitzen alle in einem Boot, ja, und du hast das vollkommen richtig gesagt, wenn wir uns nicht jetzt auf den Weg machen in eine offene und nachhaltigere Welt, dann werden wir über kurz oder lang keine Räume und mehr haben, die wir bereisen können, und keine Welt mehr haben, in der wir irgendwie das Schöne genießen können. Die Katharina hat sich schon dankenswerterweise zugeschaltet, weil wir uns auf den Weg Richtung Kaffeepause machen. Markus, danke dir für den Einblick und danke dir, euch. Auch meinen kritischen Fragen gestellt hast und unseren Einblick in die Zukunft der Tourismuspolitik in Deutschland gezeigt hast, weil ich glaube, die Grünen werden eine Rolle spielen in der nächsten Legislatur, und wir freuen uns als Tourismuszukunft, wenn sich die Welt in Richtung einer offenen und nachhaltigen Welt im Sinn unseres Manifests verändert. Und je mehr da die Position der Grünen mit unserem Impulse for Travel Manifest einhergeht, umso mehr freuen wir uns natürlich. Ja, Katharina, du hast... Danke euch. Ne? Ciao, ich bleibe ansprechbar. Danke, Markus. Ciao. Danke. Ciao, danke. Ja, du wirfst den Blick nach vorne, oder? Genau, wie immer. Ich bin ja hier die Frau mit der Uhr, dass wir hier gucken, dass wir so ein bisschen im Programm bleiben. Genau, es wurde auch gerade schon im Chat gepostet, wenn ich das richtig gesehen habe, vom Martin. Da seht ihr die Links zu den Tracks, oder sagen wir doch einfach Meetingräumen, ne, die jetzt kommen, quasi nach der Kaffeepause. Also, wir machen jetzt Kaffeepause bis 10.45 Uhr. Und dann haben wir einen Programmblock bis 12.45 Uhr. Und der unterteilt sich in jeweils zwei parallel laufende Sessions. Und die ersten zwei, die starten 10.45 Uhr bis 11.45 Uhr. Das ist das Thema der resilienten Geschäftsmodelle. Da darf ich mit teilnehmen und euch einführen und dann die Gäste begrüßen. Und das ist das Thema der Führung. Da ist der Florian mit dabei. Die beiden laufen parallel. Also ihr müsst euch für einen Meetingraum entscheiden, beziehungsweise könnt ihr natürlich auch wechseln. Aber wir wollen da ein bisschen näher in diese Themen einsteigen, Beispiele zeigen,
ja, Fragen beantworten, diskutieren. Also nochmal 10.45 Uhr bis 11.45 Uhr haben wir die Geschäftsmodelle, die resilienten Geschäftsmodelle und parallel laufend die Führung. Und dann gleich im Anschluss starten die nächsten beiden parallel, also von 11.45 Uhr bis 12.45 Uhr. Und da haben wir den Lebensraum, die Gestaltung von Lebensräumen mit dem Christoph Aschenbrenner. Und dann haben wir noch die Arbeitswelt, die neue Arbeitswelt mit der Andrea und zwei jeweils ganz spannenden Gästen. Und ja, da könnt ihr euch quasi direkt einschalten, zuschalten. Die Links, wie gesagt, wurden geteilt. Und jetzt nochmal kurz aufgepasst, 12.45 Uhr bis 13.15 Uhr haben wir eine kleine Mittagspause, also eine halbe Stunde. Und dann treffen wir uns hier wieder in dem Hauptraum.